Alle da? Ja! Kinder, seid ihr da? Ja! Nun gut. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht beantworte ich erstmal die Frage, die als erstes aufkommen wird. Warum sage ich erst jetzt etwas zu diesem Thema? Die Antwort ist sehr simpel, weil ich mich mittlerweile abgeregt habe. Ich war schon mehrere Male kurz davor, etwas dazu zu sagen. Vor allem, nachdem so viel Bullshit in diversen Foren verbreitet wurde. Doch ich zog es vor, meine Fresse zu halten, da ich die Sache nicht objektiv genug sehen konnte, nicht genug Abstand zu den Dingen hatte und eine Art Statement bestimmt zu emotional und unfair den Jungs gegenüber geworden wäre, was sie sicher nicht verdient hätten. Na, Gio? Ja. Packt und das Milli, Ruiz und Gio Vanillespiel. Alter. Sie war es. Sie? Packt! Und das Milli Ruiz und Gio. Packt! Und das Milli Ruiz. Und Gio Vanillespiel. Das bin ich! Yay! Ich habe lange überlegt, ob ich durch meine Gedanken hier ungewollt Werbung für etwas machen soll, was ich persönlich als sehr suspekt empfinde, ob ich einfach gar nichts sage. Das hier, was aber so unglaublich, und das ist es immer noch, dass ich wenigstens versuche, diplomatisch zu bleiben und Emotionen außen vor zu lassen. Was mir nicht immer gelingen wird, denn ich bin sehr angefressen. Ich sehe da in Ihrem Abschiedsvideo, also zwei Unrasierte, weinerlich wirkende Gesichter. Mensch, Gio, ey. Und mir wird sofort klar, was hier laufen soll. Vielleicht irre ich auch und bin paranoid. Das glaube ich auch. Nicht nur du. Aber es wirkte auf mich wie eine Wir-Arme-Opfer-Kampagne. Unterlegt mit meiner Musik. An der sie nicht im geringsten in irgendeiner Form beteiligt waren. Woran er aber verdient. Auch noch Playing Dead. Der Song, an dem ich wohl am längsten und intensivsten saß. 10 Minuten. Und zwar wie immer auf dieser Welt ganz alleine. Niemand hat mich lieb. Quack, 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 quack. Gut, das war es von mir. Freie Interpretation. Okay, das sollte ganz klar wehtun. Hat es auch. Glückwunsch an die Urheber dieses Videos. Ein Applaus! Wow! Glückwunsch an die Urheber. Danke. Das Statement unter dem Video war zu verwirrend für mich. Kennst du das eigentlich? Egal, wer ist denn Bonn? So, zur Thematik. Wir sind jetzt gelandet bei Wir sind nicht Mainstream, wir sind EBM. Was ja mittlerweile jetzt eine normale Bewegung ist. Egal. Also, Fragezeichen, Frage. Nanu, mir fliegt hier gleich die Wiener aus der Gusche. Das steht da gar nicht. Steht da. Steht da wirklich. Hat er gesagt. Jawohl. Also, Nagavi, Doppelpunkt, die Schwester mögs verzeihen. Nanu, mir fliegt gleich die Wiener aus der Gusche. Ich glaube, ich habe fast 2 Minuten mit aufgerissenem Mund vor diesem Satz gesessen. Also der hat mir die Schuhe ausgezogen. Okay, Schritt für Schritt. Wir sind nach 3 Tagen. Wie geht denn das? Das ging aber schnell.
Irgendwie sehr schnell. Aber egal. Dann EBM. Also ich kenne ja nun Chris' Musikgeschmack und wenn der wirklich was 100% geil findet in der Richtung, dann Industrial und zwar mit Gitarren. 1997 hatte er schon mal einen Versuch mit einem Gitarristen gestartet. Ist aber nichts draus geworden. Damals unter dem Namen Crushing State gab es einige Demos, die aber offenbar kein großes Interesse bei den Plattenfirmen weckte. 2005 oder so nannte er sich dann Pakt. Echt, so alt? Nun gut. Ihr neues Bandmanagement arbeitet übrigens für, dreimal dürft ihr raten, für... Unheilig! Unheilig. Ach, Steven, oder? Ja. Oh Gott. Oh, die machen das irgendwas. Ihre CDs werden nun vertrieben vom größten Major-Vertrieb Deutschlands. Universum. Genau. Universum. Sag mal, nimmst du die Scheiße jetzt auf, oder was? Hallo YouTube. Ihr Video wurde übrigens von Golo Media produziert, die Videos für Bands wie zum Beispiel Juli drehen. Krasse Scheiße, Alter. Das sind die sympathischen Typen aus dem Video-Making-of, die immer Yo, Yo, Yo machen und alles ziemlich hip und Viva-like aussehen lassen. Und ich muss dazu sagen, das hab ich geschnitten. Und das hat Gio geschnitten. Yo, yo. Bravo, ein Applaus für Gio. Die perfekte Welle. Jetzt fehlen nur noch Tänzerinnen auf der Bühne. Woher er das wohl weiß? Ja, so. Musikalische Desinformation. Früher, als ich noch in Berlin wohnte, habe ich Gio ab und an Demos in seinem Auto vorgespielt. Und wollte tatsächlich von ihm wissen, was er davon hält. Gio war für mich in dieser Beziehung immer so eine Art Fan-Test. Er ist riesen Synthie-Pop-Fan. Dafür lebt er und da stand er, zumindest bis heute, immer voll dahinter. Chris habe ich fast nie etwas vorgespielt, weil ich immer wusste, dass seine größte Vorliebe eher gitarrenlastigen amerikanischen Industrial ist. Das stimmt nicht, Chris hatte kein Auto. So oldschool Sachen hatte er eher bis 1993 gehört. Danach kam halt Crossover. Das war sein Ding. Cool. Und Techno sowieso. Also wollte ich seine Meinung ehrlich gesagt auch gar nicht hören. Gios Meinung war mir da schon wichtiger. Er schien auch immer ein bisschen mehr Ahnung und Instinkt für Musik zu haben. Das weiß ich bis heute zu schätzen. Ein Applaus. Nettes für Gio. Ja, persönlich. Nach meinem Umzug nach Hamburg hörte ich das Demo-Vorspielen aber auf. Hier muss ich mir selbst zum Vorwurf machen, dass die beiden neuen Songs sehr spät, ja teilweise sogar erst nach unserem Fans kennengelernt habe. Nicht selten haben sie das Album erst bekommen, nachdem es im Handel erhältlich war. Wie im jüngsten Beispiel die gute Scheibe Tanzomat, die seit erst Wochen nach Erscheinen in den Händen hielt. Es muss schon ein hartes Gefühl sein, wenn sie bis auf drei Songs, die ja auf der Tanzomat-Tour vorher schon gespielt wurden, aber den Rest des Albums nicht mal kannten. Stimmt es? Das stimmt. Glück ja. Das stimmt. Man kann sich streiten, wer hier die Schuld an was trägt. Sie haben mich zwar nicht daran erinnert oder nachgefragt, was typisch für die beiden war und ist, ich gebe mir für diesen Umstand trotzdem die Schuld. Bravo! Das ist... Goldige Schuld! Das ist gut. Das ist groß. Kann ich bitte ein Taschentuch bekommen? Ja, warte. Ein Taschentuch für Gio. Und ein Applaus. Danke. Und kein Applaus. Und super. Ein Taschentuch schon da. Und ein Drink. Jetzt geht's nämlich weiter. Einen Effekt haben sie mit Sicherheit erzielt. Ich bin natürlich jetzt der Superarsch, weil das liegt ja nahe. Der Nagabi ist arrogant.
Der liebt nur sich selbst und buttert alle unter. Yeah! Ja, da ist Moment, es. Moment, 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 ein Zusatz. Der komm mal her. YouTube-Position. Er lässt sich von einem Fliesenleger und von einem Altenpfleger nicht die Zukunft versauen. Applaus! Ja, da ist es natürlich einfach genau auf diesen Zug aufzuspringen. Hier mein Lieblingskommentar auf der Facebook-Seite von Pakt. Viel Glück von Jens Grubel. Viel Glück war der richtige Schritt zu gehen. Soll doch die Nagavi-Nutte allein bei Sony unterschreiben und sich zusammen mit dem Schlagergrafen dumm und dämlich verdienen. Fazit. Ist nicht immer irgendwie der Vermieter der Arsch, wenn es Differenzen mit dem Mieter gibt? Ja. Ist nicht immer irgendwie der Vermieter der Arsch, wenn es Differenzen mit dem Mieter gibt? Ja. Ist nicht immer irgendwie der Vermieter der Arsch, wenn es Differenzen mit dem Mieter gibt? Wir wollen euch hören. Seid ihr da? Halleluja. Halleluja. Seid ihr da? Ist nicht immer der Verkäufer der Arsch, wenn es Differenzen mit dem Käufer gibt? Ja! Doch! Ist nicht immer der Mann der Arsch, wenn ein Pärchen sich ohne Angabe von Gründen trennt? Ja! Nein! Doch, Arsch sein ist gut! Ist nicht immer der Bandleader der Arsch, wenn sich Kollegen aus dem Staub machen? Ja! Staub? Nie! Nie habe ich Gio oder Chris unter Druck gesetzt, oh, ja. Keyboard-Unterricht zu nehmen. Alter. Oh. Ist denn eigentlich nicht beinahe, ich hab verfahren. Normalerweise heißt es Fresse auch. Nie habe ich Chris zum Gesangsunterricht gezwungen. Nie habe ich sie durch richtige Musiker kaltblütig ausgetauscht. Ich habe sie 6 Jahre lang auf Tourneen so akzeptiert, wie sie sind. Und nochmal, weil es ein schöner Satz, ich habe sie 6 Jahre lang auf Tourneen so akzeptiert, wie sie sind. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Und jetzt soll ich wieder mal die Rolle des arroganten, egomanen Arschlochs sein? Ja. Halleluja. Und jetzt soll ich wieder mal die Rolle des arroganten, egomanen Arschlochs sein? Ja. Soll ich? Ja. Mach's uns. Ach, und die Quark. Muss ich mich denn erst mit einem traurigen Gesicht für YouTube abfilmen, damit mir auch mal einer glaubt? Nein. In diesem Sinne, die Nagavi-Nutte. Zusammengeschnitten von der Milk. Also das Ding war ja wirklich sehr, sehr lange. Aber ich glaube, wir trinken einfach weiter. Nochmal. Aber ich glaube, du magst ja deinen Bruder doch irgendwie. Die mögen ihn alle. Ja. Wir mögen ihn doch, oder? Ja, natürlich. Wir lieben ihn. Und in diesem Sinne, weiter trinken. Ja, okay. Fein gemacht, Goldi. Sehr schön gemacht. Bravo, Goldi. Halleluja! Halleluja! Ave Maria! Wir brennen es im Bus ab. Ja, wenn nicht brennen. Das Ding will nicht brennen. Habe ich das hier gehört? Sogar ohne Mikro. Was? Oder Wodka? Und die Musik passt perfekt. Wow, wunderbar. Abspann auf Gröni. Nee. Ein Applaus Abspann an Zombie. Und Zombie. Sehr gut gemacht. Wenn jemand noch was sagen will, das Mikrofon ist offen. Ficken. Oder singen. Ficken für Euro. Gio, willst du was sagen? Singen! Halleluja! Halleluja! Ein Hoch auf Steve Nagavi!
3 Sekunden Pause.